Wir tanzen jetzt weiter in Richtung Karibik, begleitet von einer ganz anderen Musikrichtung, viel schwerer. Aber sie begeistert auch eine Menge Leute, gerade im Saarland, Heavy Metal. Genau die passende Musik für eine Oper, findet zumindest die Gruppe Theater der härteren Klangart. Pirate's Bride, also Piratenbraut, heißt die Heavy-Metal-Oper, die die Truppe zu ihrem 10. Geburtstag jetzt in Nonnweiler auf die Bühne bringt. Zusammen mit der saarländischen Metalband Tortuga. Michael Schneider hat sich mitten ins Gemetzel gestürzt. Es darf ruhig ein bisschen heftiger klingen. In der Weißkircher Hochwaldhalle probt das Theater der härteren Klangart für die Metal-Oper Pirate's Bride. Mittendrin Regisseur Yannick Trampert. Vom 29-Jährigen stammt die Idee, Metal-Musik mit Theater zu verbinden. Angefangen hat alles im heimischen Jugendzimmer. Als Teenager entdeckte Trampert seine Liebe zu den harten Klängen. Gleichzeitig sammelte er zusammen mit Schulfreunden erste Bühnenerfahrung. Schnell wurde ihnen klar, daraus lässt sich was machen. Mit den besagten Kumpels war ich eben gemeinsam in der Theater-AG. Und als wir dann nach dem Abi eben nicht mehr in der Theater-AG waren, haben wir uns überlegt, ja, wie geht's jetzt weiter? Wollen weiter Schauspiel machen? Und da kamen dann diese zwei Leidenschaften zusammen. Da haben wir uns dann irgendwie gesagt, ja, warum denn nicht Theater mit Metal kombinieren? Und das war die Idee für die Metal-Oper. Das Theater der härteren Klangart war geboren. Bald gab es erste Musical-Projekte. Das Besondere, Trampert lässt sich bei jedem neuen Stück zuerst von der Musik inspirieren. Dazu entwirft er Kostüme und Kulissen und nach entsteht so eine Geschichte. Wenn ich dann die Lieder oft genug gehört habe, es stellen sich Bilder ein. Es kommen nach und nach so die Ideen, auch dann, wenn man gerade nicht bewusst danach sucht. Und so über Wochen entsteht dann so ein Konzept. Und dann mache ich mich ans Schreiben. Und letzten Endes kommt dann ein Theaterstück dabei raus. In diesem Fall ein Stück über Piraten in der Karibik, inspiriert von der saarländischen Band Tortuga. Ihre Spezialität? Piratenmetal. Die Band ist fester Teil der Aufführung. Auch für die Musiker ist es eine besondere Form der Kooperation. Spannend, also macht unheimlich viel Spaß. Ne? Verschiedene Charaktere, die verschiedenen Stimmen, haben noch Instrumente auch dazu geholt. Ja, macht Spaß. Es ist halt eine Abwechslung. Ja, ich finde, das macht auch das Bandprojekt an sich aus. Also Tortuga ist ein Musikprojekt, bei dem es darum geht, dass die Musik frei ist und auch frei bleibt. Das heißt, wir verkaufen unsere Musik nicht. Und somit ist es auch für uns eine Bereicherung, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, auch immer wieder neue Leute reinzukriegen für jede neue Scheibe, die wir machen. Ja, einfach, weil das dadurch lebt. Also immer nur dieselben Besetzungen, fällt man sich immer fest. Ja, goldrichtig. Natürlich gibt es bei der Oper auch Spielszenen. Die Geschichte dreht sich um die Piratin Mary Read, die mit ihrer Crew einem legendären Schatz hinterherjagt. Sieht das hier für dich aus wie Seemannsgarn? Wo hast du die Karte? Hier. Unwichtig. Wichtig ist, diese Karte führt dich geradewegs zu Captain Grays Schatz auf der Isla Viciosa. Die Schauspieler haben ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ein paar standen schon bei Musicals in Neunkirchen auf der Bühne, andere sind Anfänger. Eine Gruppe von Enthusiasten, die jedes Wochenende am Auftritt feilt. Und das klappt ganz gut. Wir haben diesmal wirklich Leute dabei, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen überhaupt. Und wir haben eine ausgebildete Schauspielerin dabei, deswegen, es ist... Und es harmoniert total. Also die wenig Erfahrung haben, die nehmen sich auch sehr, sehr gerne Ratschläge von anderen und die bringen auch ganz, ganz interessante neue Blickwinkel einfach da rein. Spätestens am Wochenende muss alles sitzen. Dann bringt die Gruppe ihre Metal-Oper auf die Bühne. Es wird ihr bislang aufwendigstes Musical. Wie es danach weitergeht...
Keine Ahnung. Ich denke eigentlich nie über das aktuelle Projekt hinaus. Das ist so eine Grenze, die ich mir selber gesetzt habe. Immer im Aktuellen bleiben und dann noch nicht über Zukunftsmusik nachdenken. Das kommt dann später. Klar ist aber, auch die Zukunftsmusik dürfte etwas heftiger klingen. Das Theater der härteren Klangart. Das bedeutet Leidenschaft für Schauspiel und für Heavy Metal. Wenn Sie diese Leidenschaft teilen oder sie vielleicht neu entdecken möchten, die Metal-Oper Pirate's Bride ist an diesem Freitag und Samstag in der Kurhalle in Nonnweiler zu sehen.